Hallo und herzlich willkommen zu deinem 10x10 Zirkel. Heute machen wir wieder Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, der zweite Teil. Mein Name ist Sebastian Fienes und ich bin dein Personal Trainer. Bei den Y-Kniebeugen strecke deine Arme nach oben in Verlängerung des Rückens wie ein Y. Dadurch werden bei den Kniebeugen auch deine Rückenmuskulatur und dein Schultergürtel angespannt. Verlagere bei den Kniebeugen immer das Gewicht auf die Fersen. Stell dir vor, du setzt dich auf einen Stuhl. Bei den Spider-Man-Liegestützen ziehst du während der Armbeugephase ein Knie in Richtung Ellenbogen. Dadurch trainierst du auch deine seitliche Bauchmuskulatur. Bei den vorgebeugten Reverse Flies neigst du deinen Oberkörper nach vorne. Dein Rücken ist gerade. Deine gestreckten Arme werden nach oben aufgeklappt, als würdest du fliegen. Lege die Arme in Brusthöhe übereinander und führe nach jeder Ausfallschrittkniebeuge eine Rotation zum vorderen Knie aus. Dein vorderes Knie sollte nicht über die Fußspitzen hinausgehen. Hebe ein Bein vom Boden ab und führe bei den Liegestützen deine Ellenbogen möglichst eng am Körper entlang. Deine Füße sind auf den Fersen aufgestellt. Deine Arme sind senkrecht in der Luft. Während des Beckenlifts führe kleine, schnelle Armbewegungen aus. Dadurch aktivierst du die Tiefenmuskulatur des Rückens. Thank you.
Lege dich auf den Bauch und führe deine Arme diagonal möglichst eng am Körper entlang. Beim Wechselbrett änderst du die Brettposition vom Liegestütz in den Unterarmstütz. Deine gesamte Rumpfmuskulatur wird dabei angespannt. Gehe in den seitlichen Unterarmstütz und führe den oberen Arm unter den Körper hindurch und klappe dich anschließend wieder auf. Das war dein 10x10 Zirkel Übungen mit dem eigenen Körpergewicht Teil 2. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Personal Trainer Sebastian Fienes.